Sportunion Oberösterreich. Wir bewegen Menschen. sportunionooe.at. Sportland Oberösterreich. Wir fördern Sport und Bewegung. sportland-ooe.at. Am 1. Februar 2019 ehrt die Sportunion Oberösterreich mit dem Titel Sieger 2018 ihre erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahres. Dass es sehr begehrte Einladungen sind, die der größte Sportdienstleister des Sportlandes Oberösterreich an Welt-, Europa- und Staatsmeister verschickt, das zeigt schon der Andrang beim Eingang in das Oberbank-Donau-Forum in Linz. Dass diese Gala kein Muss, sondern eine sehr gern besuchte Veranstaltung ist, das beweisen die Aussagen jener, die Ehrungen gewohnt sind. Ja, mir ist die Ehrung ganz wichtig. Wie gesagt, ich bin jetzt zum 11. Mal Staatsmeister, nicht immer in der gleichen Disziplin. Freut mich natürlich ganz besonders, wenn ich da im Oberbankforum dabei sein darf. Man sieht da interessante andere Sportarten und das kennt man natürlich auch gewaltig, aber man weiß da, was dahinter steckt und somit bin ich wirklich gern da. Ja, ich freue mich immer wieder, weil ich dann halt die anderen Sportarten auch alle wieder sehe und finde ich immer ganz nett, ja. Ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, auch, dass man untereinander reden kann, dass man wieder die ganzen Leute sieht und eigentlich freuen sich immer alle recht, wenn wir alle zusammenkommen. Ja, ist natürlich auch für den Behindertensport eine wunderbare, schöne Sache und ja, ist eine super schöne Ehrung, dass man da teilnehmen darf. Also wir finden es enorm wichtig, weil gerade Judo gehört jetzt nicht zu den extrem großen Sportarten in Österreich und dementsprechend ist es enorm wichtig, wenn man medial dann alle Zeit mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und daher ist es für uns natürlich voll super und wir freuen uns irrsinnig, dass wir eingeladen worden sind. Ja. Ja, es ist immer ein netter Rahmen und auch interessant, wenn man andere Sportler trifft und sieht, was andere Sportarten und Sportler leisten und natürlich ist es schön, einmal im Jahr, wenn man so einen Erfolg haben kann, dabei sein zu dürfen. Viele andere Sportler treffen und deren Sportart näher kennenlernen. Ein Hauptgrund, warum die Einladung zur Spitzensportler-Ehrung so gerne angenommen wird. Bei aller Freude über die eigenen Leistungen schätzt man aber auch die Erfolge der Kolleginnen und Kollegen. Naja, eigentlich alles. Mit ein paar Sportarten habe ich auch, sage ich mal, schon ein bisschen ein nahe Verhältnis gehabt. Jetzt war ich mit den Schülern, weil ich am ABC tätig bin. Auch letzte Woche zum Beispiel in Stornhaus schießen, so Luftgewehr schießen. Das hört sich alles leichter aus, wie was ist. Also man muss sich da wirklich extrem konzentrieren, dass man ein bisschen was trifft. Ja. Geschweige erst dann direkt mitten ins Schwarze. Ins Schwarze hat auch einer getroffen, der an diesem Abend seine Karriere beendet. Manuel Koll sagt als frisch gebackener Eiskunstlauf-Staatsmeister Servus. Und das mit nur 31 Lenzen. Ja, bei uns ist die Leistungsdichte auch im frühen Alter, ich sage so ab 16 Jahren enorm. Und der Körper mit über 30 schon absolut zu den, kann man sagen, Eislauf-Pensionisten. Ja. Tschüss zum Leistungssport, sagt an diesem Abend auch Beachvolleyball-Beauty Lisi Klopf. Die als regierende Staatsmeisterin im Snow Beach Volleyball die Sportbühne verlässt. Weit weg von der Sportpension ist die Geschäftsführerin der Sportunion Oberösterreich. Aber Martina Ritter hatte 2018 mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Na, mein Jahr 2018 war nicht erfolgreich, auch wenn ich einen Staatsmeistertitel eingehamstert habe, aber meins war leider nicht erfolgreich, mit einem Bandscheibenvorfall zu kämpfen gehabt und ja, das hat meine ganze Saison ruiniert, leider. Jetzt wieder fit? Ich bin seit Oktober in Physiotherapie und es geht bergauf, aber fit bin ich leider noch nicht. Das heißt, die Ziele fürs gerade begonnene 2019er Jahr? Als erstes einmal gesund werden und dann möchte ich mich aufs Einzelzeitfahren nochmal international konzentrieren und schauen, ob ich da nochmal die Olympia-Qualifikation schaffe. Die erfolgreiche Radsportlerin ist an diesem Abend nicht nur auf, sondern auch neben der Bühne gefragt. Ja, wenn man es mitgestalten kann und wenn man dann selber daran teilnehmen kann, ist natürlich immer schön. Aber viel Aufwand, so eine Gala? Ja, ist sehr viel Aufwand, aber wie kann man da Gott sei Dank auf die Lisi Klopp voll verlassen, die das Ganze super in die Wege leitet. Lisi Klopp und das restliche hauptberufliche Team der Sportunion Oberösterreich leisten an diesem Abend ganze Arbeit.
Besonders gut kommt bei den Geehrten das Geschenk an, mit dem sie den Nachhauseweg antreten können. Ein Sportunion Oberösterreich-Trolley. Praktisch für die vielen Reisen der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler zu Wettkämpfen im In- und Ausland. Und gerade diese Gala zeigt wieder einmal, das Sportland Oberösterreich ist mit sympathischen Botschafterinnen und Botschaftern sehr reich gesegnet. Es ist ein Festtag des Sports heute, wenn man sich denkt, dass das Sportland Oberösterreich mit über 200.000 Ehrenamtlichen eine Hochburg des Ehrenamts ist und so viel Freude gibt quasi bei der sportlichen Betätigung, beim Breitensport bis zum Spitzensport hinauf. Und heute ist natürlich besonders, weil wir 100 Staatsmeister auszeichnen können und wir haben 20 Medaillen bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften erreicht. Also ein großes Dankeschön und eine große Gratulation an all die tollen Sportler. Ja, freilich haben wir auch heuer wieder eine gute Sportbilanz, die wir herzeigen können, und zu Recht wird heute das auch gebührend mit allen erfolgreichen Siegerinnen und Siegern gefeiert, und es gelingt uns einfach aus den Vereinen die Talente herauszuentwickeln und wirklich an die Spitze zu bringen. Wir haben heuer aus 40 verschiedenen Vereinen und aus 20 verschiedenen Sportarten die Staatsmeister und die Welt- und Europabesten hier eingeladen. Ich hoffe, dass der Sport am Weg nach oben ist, so soll es ja immer sein, dass es immer ein Aufwärtstrend ist. Und das Motto der Sportlerin heißt, wir bewegen Menschen. Und es freut mich, dass wir auch sagen können, die Sportlerinnen und die Sportler bewegen sich auch, nicht nur in ihrer Freizeit, sondern sie bewegen auch, sich auch zu Medaillen und vor allem zu Goldmedaillen. Ohne die vielen kleinen Vereine und deren Nachwuchsarbeit gäbe es keine Spitze. Eine Geschichte, die auch der Neosport-Landesrat sehr gut kennt. Markus Ach-Leitner ist seit seinem 8. Lebensjahr Mitglied der Sportunion Eichkirchen. Aus der 582 Einwohner zählenden Metropole stammen unter anderem die Volleyball- und Beachvolleyball-Profis Alex und Christoph Smiley Berger. Die Sportunion Oberösterreich darf man in den Bereichen Aus- und Weiterbildung von Sportlern und Funktionären getrost zu den österreichischen Trendsettern zählen. Ja, ich glaube, wir haben in Zusammenarbeit mit den Vereinen nicht weniger als 80.000 Kinder, die wir wöchentlich bewegen. Das ist eine beachtliche Größenordnung. Wir sind auch mittlerweile in den Schulen sehr intensiv unterwegs, nicht nur im Vereinssport, im Klassischen, weil wir wissen, dort erreichen wir alle Kinder. Und all das zusammen, glaube ich, das wirkt auch Richtung Leistungssport und Spitze. Und das kann sich sehen lassen. Und dazu kommt natürlich auch die Infrastruktur, die in den letzten Jahren einen gewaltigen Fortschritt und eine gewaltige Entwicklung gemacht hat, dass einfach auch das Umfeld, die Rahmenbedingungen stimmen und damit auch alles auf grün gestellt ist. Vor allen Dingen, was man auch sagen muss, auch die Trainer sind eigentlich laufend besser ausgebildete Trainer. Auf alle Fälle, die Trainer sind in der Entwicklung ganz anders als in früheren Zeiten. Und was auch erfreulich ist, wir haben gerade auf die Trainerarbeit in den letzten Jahren sehr großen Wert gelegt. Das war in den, sagen wir mal, Jahrzehnten davor nicht so der Fall, aber das hat sich erfreulicherweise gewandelt. Und wir wissen, ohne Trainer hast du keine sportliche Entwicklung. Und daher werden wir auch als Sportinnen dieses Thema in Zukunft besetzen. Ich denke auch nur an die Nachwuchscoaches, wo wir jährlich 100 ausbilden und dem Sport zur Verfügung stellen. Ich glaube, das alles erweist sich als richtiger und da sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, dass die Breite des Sports macht es erst aus. Also das ist das Tolle. Und aus der Breite letztlich geht es zur Spitze. Und daher fördern wir auf allen Ebenen nach Kräften, damit dann diese Talente erkannt werden, die es dann ganz nach oben schaffen. Und heute ist ein Tag, um richtig Danke zu sagen. Die angesprochene Breite dokumentieren an diesem Abend auch Vereine, Sportlerinnen und Sportler, denen in den Medien meist wesentlich weniger Platz eingeräumt wird als etwa einer SV Kontermatik Ried, einem Marcel Hirscher, einer Ivona Dadic, einem Stefan Kraft oder einem Marco Arnautovic. Aber auch für die, sowohl Vereine als auch Aktive, ist die Sportunion Oberösterreich der richtige Sportheimathafen. Naja, das ist schon ein eigener Verein gegründet, ist der in erster Linie geworden, um Schüler des Arbeitsplatzes Lambach zu unterstützen. Und wir tragen natürlich auch den Verein gern nach außen oder repräsentieren den Verein gern nach außen, nämlich aktiv auch im Sport teilnehmen. Ja, ich bin der Sigi Meschnick und komme aus Ried, einem Innkreis. Und
bin Herz-Lungen transplantiert seit über 20 Jahren jetzt und mache auch unter anderem Leichtathletik, Hochsprung und mache aber auch Badminton und Tischtennis. Quer durch die Bank probiere einige Sachen. Ja. Genau. Ja, also ich bin vom Judo Union Dynamic One. Das ist ein Judo-Verein aus Hartkirchen. Und letztes Jahr bin ich schon 29 Jahre, aber letztes Jahr war, glaube ich, mein erfolgreichstes Jahr. Und ich bin letztes Jahr Staatsmeister geworden im Judo bis 66 Kilo und habe letztes Jahr auch die Silbermedaille bei den European University Games geholt in Portugal, in Coimbra. Passend zu all diesen Geschichten rund um den Sport ist auch das Showprogramm, das der Vorzeige-Dachverband seinen hunderten Gästen bietet. Die jungen Damen und Herren von Top Tanz Andechslinger entführen in die Zeit, in der Marilyn Monroe für Furore sorgte. Dabei kann man sehen, dass Tanzen eine zwar sehr schöne, aber auch sehr anstrengende Sportart ist. Kein Wunder also, dass sich unter den über 700 Sportunion Oberösterreich Vereinen auch sehr viele Tanzclubs befinden. Bevor es zum traumhaften, gesunden und sehr reichhaltigen Buffet geht, gerade Top-Sportlerinnen und Sportler, aber auch Funktionäre und Trainer müssen sich ja ausreichend und gut ernähren, findet die Spitzensportler-Ehrung der Sportunion Oberösterreich Sieger 2018 mit dem gemeinsamen Singen des Heimatland, der Hymne unseres so erfolgreichen Sportlandes, sein offizielles Ende. So manche und so mancher denkt dabei ganz sicher auch an das Lied vom Land der Berge. Die österreichische Bundeshymne werden aus diesem illustren Kreis, der da im Oberbank-Donau-Forum einen ganz besonderen Abend verbringt, 2019 wohl einige hören. Denn bei Siegerehrungen von Welt-, Europa- oder Staatsmeisterschaften werden auch im eben begonnenen Jahr ganz sicher wieder sehr, sehr viele Sportlerinnen und Sportler aus dem Land der Vier Viertel am obersten Treppchen stehen. Und damit viel Werbung für unser schönes und sehr sportliches und auch sehr sportbegeistertes Bundesland machen.